Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und wir sind spezialisiert auf US-Autos und sitzen in Hagen in Nordrhein-Westfalen. Und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar möchte ich euch den 2019er Chevy Camaro SS, ich korrigiere, 2 SS vorstellen. Und zwar ist das dieses schicke Gefährt hier. Bevor ich viel erzähle, mache ich einfach mal. So, das Dach ist offen. Camaro 2 SS, 2019er Baujahr, 6,2 Liter V8. 8-Gang Automatikgetriebe. Brembo-Bremse. 20 Zoll. Und was ich als optisches Knaller-Highlight finde, das ist in Deutschland so semi-geil, aber hier vorne ist ja das Facelift, ist ja das ganz neue Modell. Und in der Stoßstange haben wir das Emblem, aber das Emblem ist nicht nur drauf, also die haben das nicht nur wie bei den alten Modellen drauf gedruckt, sondern ich kann da reingreifen. Das heißt, das Ding ist ausgeschnitten und hohl. Warum das für Deutschland jetzt doof ist? Weil wir das Kennzeichen da dran machen müssen. Manche machen das so etwas tiefer unten in den Grill. Dann haben wir das Kennzeichen ungefähr hier in dem Bereich irgendwo dran gemacht, damit das Emblem frei bleibt. Aber das finde ich ist so ein kleines Detail, was ich persönlich hammergeil finde. Den Rest zeige ich euch jetzt mal. Kommt mal mit. Der 2 SS ist quasi die höchste Variante, die es so gibt vom Camaro. Wir haben hier das Bose Soundsystem. Elektrische Sitzverstellung, was aber eigentlich heutzutage Standard ist. Das Manko. Wenn ihr jetzt sagt, ach Camaro, geil, ich kaufe mir ein viersitziges Cabrio, dann muss ich euch sagen, ja, das ist richtig. Auf dem Papier ist das ein viersitziges Cabrio. In der Praxis ist das mit den vier Leuten relativ schwierig, weil das sieht dann so aus. Der Abstand, der dahinter ist, ist nicht sehr groß. Also ja, in der Theorie kann man da zu viert sitzen, wenn der Fahrer und Beifahrer sich auch ein bisschen nach vorne begeben, dann kann man da mal für eine kurze Runde zu viert auch mitfahren. Aber wenn man sagt, wir wollen jetzt mal ein, zwei, drei Stündchen damit bei Sonnenschein fahren, das gibt Theater mit vier Leuten. Das kann ich euch schon sagen, das ist schwierig. Ansonsten, wenn wir einsteigen. So. Wir haben diesen wunderschönen Startknopf. Ja, es ist alles offen. Das weiß ich, das meckert er immer an. Head-Up-Display. Ich weiß es nicht, muss ich mal gucken, ob die Kamera das so mitkriegt. Das Head-Up-Display ist ja im Endeffekt eine Projektion. Das heißt, wir haben hier vorne, da unten ist ein kleines Modul eingebaut, das projiziert die aktuelle Geschwindigkeit zum Beispiel oder die Drehzahl in die Scheibe. Das heißt, wenn ihr als Fahrer hier sitzt und sitzt normal, guckt geradeaus, seht ihr oberhalb des Armaturenbretts in der Scheibe
die aktuelle Geschwindigkeit ist eine total geile Erfindung. Seht ihr aber auch nur in einem gewissen Winkel. Das heißt, wenn ich jetzt so sitze und sitze gerade, sehe ich das. Wenn ich mich schon hier rüber lehne, sehe ich das schon nicht mehr. Also das ist wirklich nur für den Fahrer gemacht. Ansonsten, wir haben hier das voll digitale Display. Ein bisschen Spaß muss auch sein. In diesem Display können wir ganz viel hin und her springen. Ich sage unseren Kunden immer, ich kann euch das gerne bis ins Detail erklären, aber dieses Menü hat so viele Unterpunkte und Unterfunktionen, dass das fummelt euch da durch, guckt euch das an. Learning by doing, aber wenn ich euch das erkläre, habt ihr das in 5 Minuten wieder vergessen, weil das so viel ist, das nützt nichts. Dann haben wir, klar, Sitzheizung hier. Und zwar da haben wir die Sitzheizung, die habe ich mir jetzt auch mal gegönnt und habe mir die mal angemacht. Wir haben Sitzkühlung für den Fahrer und das gleiche haben wir hier auch nochmal für den Beifahrer. Lenkradheizung, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, wir haben hier den Knopf für die Lenkradheizung, wir haben den Tempomaten, das ist eigentlich so die Standardausstattung beim Camaro. Dann haben wir hier das große Display, es gibt den auch nochmal mit einem kleineren Display, der ist das ungefähr so groß nur. Ja, da ist auch Apple CarPlay, Android Auto, das finde ich sind mittlerweile die geilsten, wichtigsten Funktionen. Und dann haben wir hier noch den Knopf Mode. Den kennt ihr schon aus diversen anderen amerikanischen Autos. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich jetzt hier die verschiedenen Modi einstellen. Track ist meistens der spannendste Modus. Verändern sich ein bisschen die Fahreigenschaften. Man sucht immer vergeblich beim Camaro die Möglichkeit der Temperatureinstellung, weil alle Leute sagen immer, wo ist denn hier der Hebel und was kann ich denn hier einstellen? Nee, ist ja gar nichts. Ja, das ist richtig, weil, das finde ich auch ganz cool, haben sie eigentlich cool gemacht, ist auch schon länger beim Camaro so. Ihr habt hier die Luftauslassdüse und dreht einfach an der Düse. Das heißt, wenn ich die jetzt einstelle, das sind jetzt übrigens Grad Fahrenheit, also wir haben jetzt keine 80 Grad, hier ist keine Sauna. Darüber könnt ihr die Temperatur einstellen, beim Beifahrer genau das gleiche. Das ist schon cool. Dach ist voll elektrisch, kann ich hier oben ist der Knopf, da kann ich das drüber zumachen. Wenn ihr das Dach öffnen möchtet, ich mache mal das Auto übrigens wieder aus, Greta dankt es mir. Wenn ihr das Dach öffnen möchtet, habt ihr die einzige Pflicht, und zwar im Kofferraum gibt es hier dieses Ding, nenne ich es jetzt einfach mal. Das hier muss hier oben eingerastet sein, sonst geht das Dach nicht auf und nicht zu. Das Dach, seht ihr jetzt, liegt jetzt da hinten drin und Vorteil, man sieht es jetzt hier oben nicht. Anders beim Mustang liegt das Dach oben drauf und hier fährt diese Abdeckung drauf und lässt das Dach komplett verschwinden. Das heißt, wir machen es jetzt erstmal wieder dran, damit wir das ordnungsgemäß auch einklappen können, das Dach, beziehungsweise ausklappen können. Wenn das Dach geschlossen ist, muss ich aber sagen, ist das Auto trotzdem nicht das, womit ich jetzt zu Ikea fahre und den großen Umzug mache, weil, zeige ich euch jetzt mal eben, wenn ich das jetzt hier abmache, ist das Loch zum Einladen nicht gerade groß und die Ladekante ist relativ hoch. Wenn ihr einmal drin seid, habt ihr schon ein bisschen Volumen, das ist nicht schlecht, aber es ist kein Raumwunder, das muss man sagen. Also es ist ein geiles Auto, ja, technisch hammergeil, der Motor ist der Wahnsinn. Platztechnisch für 2 Leute ein Spaßmobil, definitiv. Für 4 Leute oder viel Gepäck transportieren, schwierig. Was beim Camaro auch noch cool ist, wir haben ja die Rückfahrkamera, aber, nehme ich euch jetzt mal mit, und zwar, seht ihr, haben wir hier unten die eine Rückfahrkamera, das ist diese, aber da. Wir haben im Spoiler da oben noch eine Kamera. Dadurch kann der ein noch besseres Rundumbild erzeugen.
damit ihr natürlich alles sehen könnt, wenn ihr rückwärts fahrt mit dem Auto. Wie gesagt, Brembo-Bremse haben wir drauf. Wir haben hier die großen Felgen. 275 hinten. Camaro Brembo und vorne genauso das gleiche. Also es ist rundum ein Hammer-Auto. Das ist jetzt das 2019er Modell, das ist das neue Facelift, was es in Deutschland so gut wie gar nicht gibt im Moment. Und wir haben es. Da steht es. Wenn ihr Fragen habt dazu oder euch interessiert das Auto, die Beschreibung und der Link zum Auto ist unterm Video verlinkt. Und das war's schon. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da für unseren Camaro 2 SS. Er freut sich genauso. Und danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.